Du weißt, man lernt nie aus. Ja, da kommt Freude auf. Pippi! Hey! Guckt mal, womit ich heute zu euch komme. Ja, das ist ein Polizeiauto. Und heute lernen wir etwas über Polizeiautos. Guckt mal, was da steht. Es ist ein Polizeiauto. Guckt ihr den Aufbau eines Polizeiautos mit mir an? Ja, kommt mit. Guckt mal auf den Lichtbalken hier oben. Hier sind die roten Lichter. Und die blauen Lichter sind da. Und apropos Lichter. Wow, seht mal den Scheinwerfer. Wow. Wow, der ist echt hell. Und vorne am Polizeiauto ist diese Druckstange. Das wird zur Hilfe benutzt, um Autos an den Straßenrand zu schieben, die kaputt sind. Und hier unten, das ist ein Lautsprecher. Hört mal. Sieh da, Straße frei machen. Ja, das war super. Und eines meiner Lieblingsteile, der Motor. Daraus zieht das Auto all seine Energie. Und das Öl. Wollen wir das mal prüfen? Gegen Schnupfen. Okay. Seht mal. Ja, das sieht echt gut aus. Also stecken wir den Messstab zurück und schließen die Motorhaube. Jetzt gehen wir nach hinten. Guckt mal hier unten. Die Räder und die Reifen. Und schaut mal hier hin. Zwei Wörter. Das erste Wort ist Olympia. O-L-Y-M-P-I-A. Und das zweite Wort ist Police. P-O-L-I-C-E. Olympia Polizei. Und jetzt zu guter Letzt der Kofferraum. Hier gibt's echt coole Sachen. Warnfackeln. Ein Tempomesser. Und Warnkegel. Sogar Absperrband. Ich zeig euch das, aber später. Aber jetzt ist Zeit zu tanzen. Wollt ihr mal ins Innere des Polizeiautos mit mir schauen? Ja, kommt her! Wow! Jetzt sitzen wir im Inneren des Fahrzeugs. Guckt mal. Guckt auf den Schalter. Seht ihr ihn? Ich drücke ihn ganz nach rechts. Und das sind die Lichter. Guckt! Wow! Die sind so hell. Okay, ich mache sie jetzt aus. Okay, sie sind aus. Jetzt guckt mal hier. Seht ihr? Ich habe das gerade angeschaltet.
Das ist der Scheinwerfer. Seht ihr ihn? Wow. Okay. Ich mache ihn aus. Was gibt es hier noch? Wow, das Lenkrad. Wow. Und? Das Sprechgerät. Hallo, hallo, ich sehe euch. Hier ist Blippi. Das ist lustig. Und, da wir von Lärm reden und Klang, guckt mal hier. Das gleich hier, dieser Knopf. Hört mal. Ja, die Sirene. Und der Computer. Ja. Das ist voll cool. Das ist Blippis Polizeiautolied. Okay, und ich habe noch mehr lustige Sachen zum Zeigen. Hier, na los, Tür zu. Okay, kommt her. Guckt mal hier, das ist der Polizeikoffer. Der steckt voller cooler Geräte und Technik. Wow, ein Fernglas. Wow, ich kann echt weit sehen. Wow, hey. Okay, zurück in den Koffer. Ein Flusspferd. Eine Kamera. Taschenlampe. Hallo? Hallo? Damit sieht man im Dunkeln. Wow, ein Erste-Hilfe-Set. Und? Handschellen. So cool. Ich liebe Handschellen. Okay, probieren wir sie aus. Ich lege sie an. Wenn man jetzt Handschellen umhat, kriegt man sie nicht ab. Aber zum Glück. Habe ich einen Handschellenschlüssel. Man steckt ihn hier rein und dreht ihn kurz. Schon sind sie ab, wie von Zauberhand. Hier, legen sie zurück. Und zu guter Letzt, jeder Polizeibeamte braucht unbedingt eine Sonnenbrille. Okay. Jetzt bin ich ein echter Polizist. Okay, schaut mal hier rein. Hier kommen die Verdächtigen rein. Wow, die Tür hat noch nicht mal einen Türgriff. Und die Sitze sind aus Plastik und echt unbequem. Ich bin echt nicht gern hier. Und keine Griffe sind wie eine Kindersicherung, aber für Erwachsene. Hey, das ist ein Tempomessgerät. Es schießt ein Laser, welcher auf ein Auto trifft und zurückkommt und zeigt, wie schnell jemand fährt. Hier am Straßenrand gucken wir nach Temposündern. Da ist einer. Der ist viel zu schnell. Schnappen wir ihn. Hallo, hallo, Herr Polizist. Guten Tag, Sie waren zu schnell. Tut mir leid. Was soll ich sagen? Bleifuß. Gut, für heute verwarne ich Sie nur. Wir sorgen hier nur für Sicherheit. Okay, vielen Dank. Bei der Gelegenheit. Wir suchen diesen Mann. Haben Sie ihn vielleicht gesehen? Nein. Der Herr sieht aus, als würde er eine Brille tragen. Das tue ich nicht. Das stimmt. Ich gebe Ihnen das mal. Melden Sie sich, wenn Sie ihn sehen. Okay. Gute Fahrt. Vielen Dank. Tschüss. Das war aber sehr knapp. Ha ha.
Hallo? Hey! Schauen wir uns das Innere des Kofferraums vom Polizeiauto ein wenig genauer an. Seht mal, wir haben eine Polizeibeamtenmütze. Und? Ja, eine Sicherheitsweste. Knallgelb. Guckt mal. Wow. Okay. Eine schöne knallgelbe Sicherheitsweste. Wie sehe ich aus? Okay. Oh, und ich habe die Mütze aufgesetzt. Und... Oh, schaut. 4 orangene Warnkegel. 1, 2, 3, 4. Okay. Oh, schaut mal. Eine Warnfackel. Wow. Ich stecke sie in meine Tasche. Und ein Nagelband. Okay. Auf den Boden. Kofferraum zu. Okay. Eins nach dem anderen. Ein Nagelband. Schaut euch das hier mal genauer an. Wow, schaut mal. Wow, die sind scharf. Okay, das packen wir hier hin. Und das dorthin. Okay, fertig? Guckt mal. Okay. Wir werden einen Trainingsparcours aufbauen für das Polizeiauto. Und das Polizeiauto wird aufpassen, nicht über die Nägel zu fahren, denn die sind echt scharf. Okay, ich nehme die 4 Warnkegel. Einen stelle ich gleich hier ab. Kommt mit. Und den 2. stellen wir hier hin. 1, 2. Und lasst uns den 3. hier hinstellen. 1, 2, 3. Hier ist noch einer. Kommt mit. Okay. Wie wäre es mit hier? Okay? Ja! 1, 2, 3, 4. Fast vergessen. Mein Lieblingsteil. Die Warnfackel. Wow. Okay. Das ist kein Spielzeug. Nicht für Kinder. So. Los geht's. Wow. Okay. Legen wir sie hier auf die Straße. Und los geht die Fahrt. Knapp an den Nägeln vorbei. Haha, gut gemacht. Das hat echt Spaß gemacht, etwas über Polizeiautos zu lernen. Jetzt singe ich euch das Lied vom Polizeiauto. Die sind echt super laut. Seht ihr, wie sie rot und blau blinken? So weiß jeder gleich sofort, hier ist die Polizei. Polizei. Oh.
Autos, Funkgerät und ein Computer sind dabei. Manchmal ein Hund, der schnuppert gern nach Werten, schnüffelt nach Verbrechern und fängt sie ein. Polizei, Polizei, Autos. Seid ihr jemals in Not? Oder ist wer verletzt? Oder fährt euch ein Auto drauf? Dann wähl 110. Die Polizei kommt sofort und sie fährt hier. Polizei, Polizei, Auto. Polizei, Polizei. Das hat echt Spaß gemacht. Singen! Tanzen! Zum Polizeiautolied mit euch. Hey, ich muss euch was richtig Wichtiges erzählen. Ihr seid etwas Besonderes. Du bist ein wunderbares Kind. Ich bin so begeistert zu sehen, welche tollen Sachen ihr auf unserem Planeten macht. Ihr macht ihn zu einem besseren Ort und helft auch den Menschen. Und zum Schluss, danke, dass ihr meine Freunde seid. Danke. Nun, ich muss jetzt gehen. Aber wenn ihr noch länger mit mir abhängen wollt, wisst ihr, wie ihr mich findet. Ja, sucht einfach nach meinem Namen. Ihr wisst meinen Namen, oder? Ja, Blippi. B-L-I-P-P-I. Blippi, das ist mein Name. Toll gemacht. Bis bald. Tschüss. Wissen ist der Hit. Kommt, singt alle mit. Blippi. Hey, guckt mal, wo ich bin. In einem Spielzeugladen. Wow, so viel Spielzeug. Ich glaube, wir sollten uns ein paar Spielzeuge ansehen und deren Farben lernen. Wie dieses hier. Wow! Seht euch diese bunten Bälle an! Die sind blau, grün, rot, gelb und lila! Wow! Wow! Ich liebe diesen Spielzeugladen! Da sind ein paar Puzzle. Oh! Und einer meiner Lieblingssachen! Ein grüner Spielzeugtraktor! Wow! Und noch ein Traktor. Aber dieser Traktor ist schwarz. Wow! Wow! Noch mehr Spielzeug! Wie diese Planierraupe, die Farbe gelb hat. Und ein Riesenbagger hier drüben. Legen wir das zurück und nehmen diesen Bagger. Wow. Dieser Bagger hat die Farben grün und blau. Oh, und orangefarbene Räder. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Was haben wir hier noch? Oh, ein Geländewagen. Wow. Dieser Geländewagen hat die Farbe gelb. Okay, lass uns den Geländewagen zurückstellen und noch ein paar Spielzeuge anschauen. Schaut euch das an. Dieses Auto hat die Farbe blau. Wow. Und wir haben hier ein paar Tiere, wie die Kuh
Die ist schwarz und weiß. Und dann, ein hübsches braunes Pferd. Nee. Okay. Wow. Guck mal hier. Ein süßer weißer Hund. Okay, stellen wir den Hund zurück und erkunden wir weiter die Spielzeugabteilung. Wow, ein wirklich großer Monster Truck! Wow! Wo ist er denn hin? Da haben wir's! Dieser Monster Truck hat die Farben grün, lila, schwarz und da oben ist ein bisschen rot. Wow! Okay, was haben wir noch? Ein richtig großer Monster Truck! Dieser Monster Truck hat die Farbe rot. Wow! Okay, ich glaube, wir haben genug Spielzeug gesehen im Spiel. Moment mal! Wir können nicht dieses leuchtend orangene Spielzeug vergessen. Wow! Orange! Okay, jetzt denke ich, sind wir fertig mit dem Spielzeugladen. Moment mal, wir müssen die hier hinten angucken. Die letzten Spielzeuge. Kipplaster! Ja, die haben die Farbe gelb. Wow, und noch eine Planierraupe, die auch die Farbe gelb hat. Okay, das sind alle Baufahrzeuge, die Farbe gelb haben. Also, wir sehen uns später. Tschüss. Bloß kommt alle her, lernen ist nicht schwer. Wissen ist der Hit, kommt, singt alle mit. Blippi. Das hier hat die Farbe pink. Oh, hey, hier sind noch mehr Spielzeuge. Wie das hier, das hat die Farbe pink. Oh, und das hier, das hat die Farbe pink. Oh ja, das hier auch, das hier hat die Farbe pink. Oh, sieh dir dieses Spielset an. Dieses Spielset hat die Farbe pink. Und, ein Plüschtier, das die Farbe pink hat. Hey, kommt her. Hey, ich bin's, Blippi. Und heute sind wir beim Odyssey in Scottsdale, Arizona. Kommt mit! Das wird klasse. Ich glaube, dass wir heute was über Tiere lernen werden. Wow, schaut euch diesen Ort an. Die sind ein bisschen wie Regentropfen. Hallo? Okay, kommt, wir gehen dahin. Wir sind fast an der Spitze. Wow. Genau. Los geht's. Das wird so viel Spaß machen. Hoho, habt ihr das gesehen? Ich habe gerade zwei Finger hinten auf dem Kopf und auf dem Rücken eines russischen Störs verwendet. Sieht so aus, als hätte er das gemocht. Wow, es fühlt sich so toll an. Es ist hart, aber hat auch etwas Rutschig-Glitschiges an sich. Haha, das die Parasiten fernhält. Oh, da ist ja noch einer. Das ist klasse. Wow, habt ihr das gesehen? Ich habe gerade einen Stachelrochen berührt. Ganz lieb und sanft aus seinem Rücken. Oh, okay. Kommt, wir finden noch einen. Oh, hier ist gleich noch einer. Oh. Oh, hey.
Wow, wie komisch. Oh, kommt hier. Wow, es gibt so viele von ihnen. Wow, schaut euch den mal an. Der liegt auf dem Boden. Das ist eine andere Art, ne? Oh, hier kommt einer. Wow. Hey, ich beschreibe, wie es sich anfühlt. Es fühlt sich an wie... Hier ist noch einer. Ja, genau. Ich weiß jetzt genau, wie es sich anfühlt. Es fühlt sich an wie ein nasser Gummibär. So glitschig und weich zur gleichen Zeit, aber auch fest. Wow, das macht Spaß. Wow. Oh, hey. Hey, Blippi. Was machst du da? Ich schaue mir meinen Lieblingsfisch an, den Löffelstör. Oh, Löffelstör, das ist ziemlich cool. Das ist es. Bis später. Bis später, Blippi. Wow, es ist cool hinter den Kulissen des Aquariums. Hallo. Hey. Das ist klasse. Wow. Hey. Hey. So viele tolle Arbeiter hier. Wow, schaut mal. Wir sind oben auf dem Aquarium. Wow, all das Wasser und die Fische da unten. Wow, okay, mir nach. Wow, schaut mal das Zimmer an. So viel Tauchausrüstung, Sauerstoffkanister, Neoprenanzüge. Okay, wir müssen diese Fische zu den Haien bringen. Die sind bestimmt richtig hungrig. Okay, wow, schaut mal. Wer auch immer das gemalt hat, ist ein guter Künstler. Es zeigt die verschiedenen Teile des Hais, so wie die Kiemen. Oh, schaut mal. Alles klar, kommt, holt es euch. Hey, danke. Hier, bitte, bitteschön. Wie heißt du? Mein Name ist Danny. Das ist Danny. Und was machst du hier? Na, wir sind hier mit Kathy und sie füttert nämlich gerade unsere großen Haie. Wow, schaut, ich sehe einen Fisch da unten. Wow, warum hält sie den Fisch an einem Stab? Das ist, wie wir das Fressen zu unseren Haien runterkriegen. Weil sie ziemlich tief im Wassertank sind, braucht sie einen langen Stab, um das Fressen runter zu ihren Mündern zu kriegen. Okay. Also halten Sie den Stab mit dem Fisch am Ende und dann kommt der Hai angeschwommen und frisst sein Abendessen. Haha, das sieht nach Spaß aus. Wow, diese Fische sehen groß aus. Wie groß ist der Fisch? Er ist ungefähr so groß. Er heißt Blaufisch, weil er eine blaue Tönung hat. Okay, das ist ein Blaufisch und er ist ungefähr so groß. Und was für Fische habe ich hier hochgebracht? Na, du hast Heringe mitgebracht, was die großen Fische hier drin sind. Okay. Und ein paar Kapellane, die kleinen Fische hier drin okay. sind. Okay. Spannend. Oh. Na, es ist ziemlich toll, jemandem dabei zuzuschauen. Aber hey, kann ich ein paar Haie füttern? Ja, na klar. Okay. Pass nur auf, dass du deine Handschuhe anhast, weil die Fische ganz schön stinken okay, können. Okay, alles klar. Ziehen wir die Handschuhe an, sodass meine Hände nicht wochenlang nach Fisch riechen. Okay, in Ordnung. Ich habe meine Handschuhe an. Da haben wir es. Ein Handschuh, zwei Handschuhe. So, was machen wir jetzt? Wir nehmen einfach diesen Fischeimer, den du aus der Küche mitgebracht hast, und gehen darüber. Okay, alles klar. Wir gehen zu unserer Fütterplattform. Okay. Sobald wir hinlaufen, sind die Fische bereit für uns. Wow, schaut mal. Ich bin auf der Plattform. Es gibt keine Absperrung zwischen mir und den Fischen. Okay, ich spring direkt rein. Ich mach nur Spaß. Los geht's. Kann ich die einzelnen reinschmeißen? Genau, wie du magst. Entweder einzeln oder alle auf einmal. Alles klar. Guten Appetit, Fische. Hui. Wow. Schaut, wie sie fressen. Die mögen das Fressen total.
Wow, schaut sie euch alle an. Die schwimmen nach oben, weil sie wissen, dass ich all das leckere Fressen für sie hinschmeiße. Wow. Hier, bitte, Fische. Schmeckt euch das? Schmeckt euch das, Fische? Oder schmeckt euch das? Da ist noch ein bisschen übrig. Los geht's! Oh, das hat so viel Spaß gemacht. Gut gemacht. Oh, sie füttert eine Schildkröte. Kommt mit. Wow, so viele tolle Dinge hier oben. Wow. Okay, wir gehen hier rüber. Oh. Wow. Okay, was machst du? Ich füttere Greta, unsere grüne Seeschildkröte. Sie füttert Greta. Das ist ein schöner Name. Das ist Greta. Seht ihr Greta? Hey, Greta. Hey. Oh, was mag Greta gern fressen? Greta liebt Salat, aber sie mag auch Gurke, Paprika und manchmal sogar Karotten. Wow, Salat, Paprika, Gurke und Karotten. Klingt, als wäre Greta sehr gesund. Kann ich versuchen, Greta zu füttern? Klar. Okay, alles klar. Wie mache ich das? Nur ein bisschen? Genau, du kannst ein bisschen nehmen, das ganze Blatt. Schmeiß es einfach vor sie hin. Hier, bitte, Greta. Wow. Hey, was machst du da? Soll ich hier noch eins zuwerfen? Klar, hier bitte. Manchmal hat sie nicht genug zu fressen. Okay, alles klar. Oh, Greta hat Hunger. Hier, bitte, Greta. Lecker. Hier für dich. Oh, Greta ist echt groß. Weißt du, wie viel Greta wiegt? Sie wiegt ein bisschen mehr als 45 Kilogramm. Oh, wow, 45 Kilogramm. Wow. Hier, bitte. Okay, nehmen wir ein großes Stück. Schauen wir Greta zu, wie sie das Stück frisst. Hier, bitte. Es ist gleich hier. Genau. Wow. Hey. Hallo. Wow. Das ist ein großes Stück Salat. Hallo. Hey. Hallo. Kommt mit. Weil wir gerade Tiere angefasst haben, sollten wir wohl besser diese Toilette benutzen und unsere Hände waschen. Los geht's! Okay, willkommen in der Toilette. Oh, schaut mal! Wow, schaut! Diese Toilette ist unter Wasser und hat sogar die Auszeichnung Beste Toilette in Amerika gewonnen. Du kannst deine Hände gleich hier waschen und Haie beobachten. Haie und Fische. Boah, das ist klasse. Haha, ziemlich toll. Alles klar, ich wasche meine Hände. Jetzt trockne ich sie ab. Und ihr genießt den Ausblick. Okay, kommt die Rolltreppe runter zur Tiefsee. Haha, kommt mit! Wow, guckt mal! Jetzt ist es, als wären wir unter Wasser. Schaut mal hier! Haha, das ist klasse! Ich präsentiere euch die Tiefsee-Ausstellung! Wow! Hey, was macht ihr da draußen? Kommt hier runter!
Wow! Hey, schaut! Hallo! Hey! Also, das ist ein Seelöwe. Oh! Da ist noch einer, da drüben. Oh, er ist so groß. Wow! Es ist toll. Oh, schaut! Hallo! Wow! Und da ist nämlich noch ein Robbe da drin. Kommt, wir versuchen sie zu finden. Oh, mal sehen. Oh, hier ist sie. Hallo! Seht ihr das gleich dort? Das ist eine Robbe. Hey! So, das sind drei Seelöwen und eine Robbe. Und die einfachste Art, den Unterschied festzustellen, ist, ich zeig's euch. So, wenn man ein Seelöwe ist, verwendet man seine Vorderflossen, um so zu laufen. Hui! Aber Robben tun das nicht. Robben? Oh, hallo! Oh, du bist neugierig, ha? Huh? So neugierig! Wow! Das ist ein Seelöwe. Na, er läuft mit seinen Flossen. Hallo? 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 Sie sind nämlich richtig schlaue Tiere. Seht ihr, wie er mir folgt? Ich versuche mal, die Richtung zu ändern. Wow! Okay. Und Robben, die laufen nicht so. Das ist ein Seelöwe. Seelöwe. Und eine Robbe. Die haben nicht so viel Kraft da und sind kurz und stummelig. Also tun sie das so. Oh, wow, wow. Sie watscheln einfach. Wow, wow, wie komisch. Wow, was für großartige Tiere. Seht sie euch noch ein bisschen an. Pinguine? Genau, wir sind hinter den Kulissen im Aquarium und wir werden Pinguine treffen. Kommt mit! Okay, wir laufen schön langsam und wir werden auch ganz leise sein. Hey, wer bist du? Hutch. Oh, das ist Hutch. Okay, was machst du hier? Ich arbeite mit den Pinguinen und Reptilien. Oh, die Pinguine und Reptilien. Seht ihr die Pinguine da hinten? Oh, hallo. Sind das deine einzigen zwei Pinguine hier? Oh nein, wir haben mehr Freunde, die noch kommen. Willst du ein Spielzeug nehmen? Wir werden nämlich mit ihnen spielen. Na klar. Okay, kommt. Wir nehmen ein Spielzeug und gucken uns die Pinguine an. Schaut mal da drüben. Sie mögen viel Bewegung mit ihrem Spielzeug. Wir haben Violet, die schon hergekommen ist, um Hallo zu sagen. Sieht aus, als würde sie meinen Schatten mögen. Das kann schon passieren. Pinguine mögen nämlich gegensätzliche Farben. Sie können Farben auch total gut sehen. Sie haben Stäbchenzellen und Zapfenzellen in ihren Augen, so wie wir. Okay, auch wenn sie Vögel sind, verhalten sie sich ein bisschen wie Katzen, ha? Huh? Nur ein bisschen. Sie mögen tatsächlich mit vielen verschiedenen Spielzeug spielen. So wie kleine Katzen zeigen sie uns, wenn sie gestreichelt werden wollen. Okay, spannend. Es ist ziemlich cool. Hey, schaut mal genauer. Oh, tschüss. Pinguine sind so albern. Na, und wo kommen diese Pinguine her? Diese Pinguine kommen aus Südafrika. Und wir haben 32 hier in dem Aquarium. 32 Pinguine hier. Und die sind aus Südafrika? Genau. Warte mal, nicht aus der Antarktis? Nicht aus der Antarktis. Sie sind nämlich eine der Pinguinarten, die ein wärmeres Klima bevorzugen. Okay, das ist ziemlich toll. Interessant. Warmes Klima und Pinguine. Man lernt wohl jeden Tag was Neues. Hey, kommt, wir setzen uns hier hin und dann bringt Hutch uns einen Pinguin rüber. Ich bin
bin so aufgeregt. Ich werde einen Pinguin anfassen. Oh, hallo. Hey. So, ich werde den Pinguin anfassen mit zwei Fingern, sanft am Rücken. Seid ihr bereit? Oh, er ist so weich. Wusstet ihr, dass Pinguine 70 Federn auf jedem Quadratzoll haben? Genau, sie sind ziemlich klein und dicht. Kann ich ihn nochmal anfassen, Hutch? Ja, das kannst du. Okay. Fühlt sich das gut an? Magst du das? Sie gibt für dich an. Was heißt das, wenn sie ihren Kopf schüttelt? Das heißt, dass sie sehr glücklich ist und dass du vielleicht ihr neuer Freund bist. Ich hoffe, sie will keinen Kuss. Oh, hallo. Das ist ein kleiner blauer Pinguin. Er ist ziemlich klein. Wow, dieses Schild hat die Größen für verschiedene Pinguine. Oh, so wie der Pinguin, den ich heute getroffen habe. Einen afrikanischen Pinguin. Oh, und sie werden immer größer. Wow, schaut, wie groß sie werden. Wow, schaut, wie groß dieser Pinguin ist. Wow, 1,3 Meter groß? 1,3 Meter groß. Mensch, schaut, wie groß er ist. Wow, das ist ein richtig großer Pinguin. Schaut, ein Tukan. Seht ihr seinen Schnabel? Er hat ein bisschen die Form einer Banane. Einer richtig bunten Banane. Da ist noch ein Vogel da drüben. Wow. Hallo. Ein bunter Papagei. Hey. Wie geht's dir? Wow. Sieht so aus, als wäre er gelb, blau und auf dem Kopf ist er grün. Hey! Da drüben ist noch ein Tier, das ich euch zeigen will. Kommt mit! Wow! Schaut! Schaut euch das Tier an! Es bewegt sich sehr langsam. Wisst ihr, was für ein Tier es ist? Genau! Es ist ein Faultier. Kommt, wir spielen zusammen Faultier. Hallo! Wie geht's? Das ist lustig. Alles klar. Hallo! Wow, schaut mal! Das sind Otter und die sind so süß. Schaut, wie sie unter Wasser tauchen. Wow, die können bestimmt total lange die Luft anhalten. Wow, sie sind so schnell. Sie sehen ein bisschen aus wie Wasserkatzen. Aber sie sind keine Katzen. Oh, hey. Hallo. Oh, noch einer. Wow, klasse! Wow, das hat so viel Spaß gemacht, über all diese Tiere im Odyssey in Scottsdale, Arizona mit euch zu lernen. So, das ist das Ende des Videos. Wenn ihr noch mehr meiner Videos gucken wollt, müsst ihr nur meinen Namen suchen. Buchstabiert ihr ihn mit mir? Bereit? B-L-I- P-P-I. Blippi. Gut gemacht. Alles klar. Bis bald. Wow. Guckt mal. Wir sind auf dem Spielplatz. Seht mal. Eine gelbe Rutsche. Bleibt hier. Ich kletter hoch. Und rutsch runter.
Jetzt komm ich! Psch, wow, wow! Gleich nochmal! Jetzt geht's los! Wow! Wow! Guck mal! Oh, da ist noch etwas Gelbes! Wow! Die Kletterspirale! Hallo da unten! Wow, es ist echt hoch! Ich bin hoch oben! Okay, jetzt geht's los! Wow! Wow! Wow, schaut mal hier! Wow, da ist noch ein gelbes Spielzeug auf dem Spielplatz! Wow, das ist cool. Okay, ich kletter jetzt rein. Wow. 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 Oh. Wow. Ja, ich hab's geschafft. Kommt mit. Oh, was ist das? Oh, schaut mal hier. Wow. Ich kletter bis zur Spitze und dann rutsch ich runter wie ein Feuerwehrmann. Alles klar! Ich komme! Wow! Ich mach's gleich nochmal! Wuhu! Ding, 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 ding! Oh, das Feuer! Ja! Habt ihr das gesehen? Das ist echt cool! Los, kommt mal hierher! Das sind Ringe. Wow. Ich frag mich, was man mit denen macht. Vielleicht, ganz vielleicht, kann ich mich dran entlang hangeln. Bereit? Wow. 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 Ah. Wow. 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 Ah. Wow. Das hat Spaß gemacht. Oh, eine Spiralrutsche. Guckt mal, seht ihr die? Wow, kommt mit. Ich kletter die Rutsche hoch und dann runter. Und ich werde mich drehen. Wow. Hey. Alles klar, jetzt geht's los! Wow! Wow! Wollt ihr auch mal? Ja, ich finde, ihr solltet mitkommen. Ihr zuerst! Gut gemacht! Okay, ich komm hoch! Ja, okay. Dreht euch um und jetzt seid ihr dran mit Rutschen. Wow, gut gemacht. Das war toll, oder? Wow. Das hat so viel Spaß gemacht, auf der gelben Rutsche zu rutschen. Wuhu! Schaut, noch ein Spielplatz. Wuhu! Los geht's! Oh, schaut mal, ein blaues Gelände. Jopp, die sind blau. Und da die grünen Rutschen. Das wird so ein Spaß. Du 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 du. Wow, 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 ich bin jetzt oben. Wow, perfekte Tanzfläche.
Ich werde die Rutsche runterrutschen. Jetzt geht's los. Wow. Ich will gleich nochmal. Wow. Wow. Guck mal auf die andere Seite. Ja, da ist noch eine Rutsche. Schaut mal die grüne Rutsche an. Okay, ihr bleibt hier unten. Wuhu! Wow, wow! Die Rutsche hat echt Spaß gemacht. Kommt, wir finden noch einen Spielplatz. Wow! Schaut mal, was das ist. Wow, es ist noch ein Spielplatz. Das wird lustig. Kommt mit! Wow, schaut mal hier! Das ist das Netz! Wow! 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 Ich bin echt hoch oben! Guckt mal! Wow! Wow! Das Netz macht so viel Spaß! Oh, ich steck fest! Wie in einem Spinnennetz! Oh, guckt! Es ist eine Kletterspirale! Kletterspirale, Kletterspirale, Kletter, 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 Kletterspirale! Haha! Schaut mal zu! Wow, wow, hui, hui, hui! Wow! Wow! Guckt mal, wie hoch oben ich bin! Hallo da unten! Okay, ich komm runter! Wow! Wow! Kommt mit! Wow, was ist das? Wow! Wow, das war lustig. Ich versuch's nochmal. Okay, diesmal nehme ich beide Hände. Wusch, wusch. Oh. Ja! Wir haben's geschafft. Oh, was sind diese Dinger? Das ist die Farbe Lila. Ha, ich frag mich, ob ich es rüber schaffe, ohne den Boden zu berühren. Wow! Das ist echt lustig. Hopp, ja! Wow! Ja, das hier? Schaut mal zu. Bereit? Ich dreh das hier. Das ist so cool! Okay, jetzt hole ich's zurück. Ja, jetzt geht's los! Das war lustig! Oh, ein paar Plattformen. Das ist Holz. Holz ist toll zum Drauftanzen. Haha, kommt mit. Wow, wow, wie cool. Guckt mal, ein Tunnel. Alles klar, schaut mir zu. Wow, okay, ich komme zu euch zurück. Wow! Hey!
Wow, das war echt lustig. Oh, ha. Whee. Wow. Okay, ihr seid dran. Na los. Wow, ja, gut gemacht. Wow. Schaut mal, wo wir sind. Wow, wir sind wieder am Anfang. Das ist das Netz. Wisst ihr noch, wie ich auf dem Netz war? Ja. Und eine Rutsche, eine Tunnelrutsche. Oh, das wird lustig. Okay, ich rutsch zuerst. Ich komme. Oh, wow. Das ging schnell. Okay, wollt ihr auch mal? Ihr seid dran. Ja. Ihr wollt nicht rutschen? Wie wär's, wenn ich eure Hand halte? Wollt ihr meine Hand halten und mit mir rutschen? Okay. Hier. Ich halte eure Hand. Alles klar. Okay. Jetzt geht's los. Wow. 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 Gut gemacht. Ja. Okay. Hat euch das alles auch so Spaß gemacht? Ja. Wir finden noch einen Spielplatz. Wuhu. Hey. Wow, wow, wo bin ich? Hallo? Hey, hallo? Wow, das ist so cool. Wow, schaut mal das hier an. Wow, was ist das? Wow, schaut das rote Ding, es dreht sich. Ich frag mich, was passiert, wenn ich mich draufsetze. Na, es ist Zeit, es rauszufinden. Bereit? Los geht's! Wow, 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 wow. Wow! 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 Mir ist so schwindelig! Wow! Das war echt lustig! Wow! Was ist das? Los! Folgt mir! Oh, das ist die Farbe Blau. Wow. Oh, oh nein. Wow. Habt ihr das gesehen? Das war lustig. Oh, guckt mal. Das ist die Farbe Rot. Das ist, was das blaue Ding hält. Wow, guckt mal hier. Wow! Kommt auf die andere Seite. Das ist wie ein riesiges Spinnennetz. Wow! Ja, kommt mal her. Schaut euch das an. Ich frag mich, was man hier mitmacht. Man soll hochklettern. Vielleicht sollten wir hochklettern. Jetzt geht's los. Oh, 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 wow! Oh, ha. Ich bin wie ein Affe. Oh, wow, jetzt geht's los. Ganz bis zur Spitze. Wow, 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 wow. Ich bin echt hoch oben. Wow, 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 wow. Okay, ich komme jetzt runter. Wow. Oh nein, ich steck fest. Es ist wie in einem Spinnennetz. Oh nein, hier kommt die Spinne. Ich stecke nicht mehr fest.
Wow! Oh! Ha! Wow! Oh! Ja, ich hab's geschafft! Alles klar, das hat so viel Spaß gemacht! Hey! Schaut mal, was das ist! Ein Spielplatz! Kommt mit, das wird Spaß machen! Huh, schaut euch den Spielplatz an! Hier ist ein Haufen Steine! Kommt her, schaut mal hier. Wow, eine Spirale. Wow. Wow, alles klar, jetzt geht's los. Wow, schaut mal, wie hoch oben ich bin. Wow. Das ist echt hoch. Wow. Okay, ich komme jetzt runter. Du, du, du. Du, du, du. Wow. Kommt mit. Wow, guckt mal. Ja. Eine Rutsche. Schaut mir zu. Wow, ich mach's gleich nochmal. Guckt mir zu. Wow. Das war lustig. Wollt ihr auch mal? Ja, na los. Rutsch die Rutsche runter. Hey. Okay, ihr seid dran. Wow! Ja! Gut gemacht! Na los! Wow! Ein Klettergerüst! Guckt mal, hier oben! Das ist das Klettergerüst. Das ist die Farbe grün. Okay, ich hangel mich rüber. Oh, wow, das ist echt kalt. Wow. Bing. Wow. Okay, wir gehen hier hoch. Schaut euch den Boden an. Ja, der ist echt braun. Ja. Oh, wow. Ich hab mir den Kopf gestoßen. Gut, dass es schön weich ist. Und schaut mal hier. Da ist wieder die Spirale. Jetzt kletter ich von oben runter. Okay, tschüss. Wow. Hey. Okay, ich komme wieder hoch. Wow. Oh. Wow. Echt hoch. Vorsichtig sein. Alles klar. Da sind noch zwei Rutschen. Schaut euch die hier an. Wow. Soll ich runterrutschen? Ja, ich glaube schon. Okay. Schaut mir zu. Wow. Wow. Das ist lustig. Kommt hier runter und ich rutsch nochmal. Da ist Schnee und Eis unten, also muss ich vorsichtig sein. Oh, alles klar. Okay, guckt mir von unten zu. Jetzt geht's los. Wow. Okay, schaut mal rein. Ich rutsch nochmal. Alles klar, jetzt geht's los.
Wow! Das war lustig. Aber es gibt noch eine Rutsche. Kommt mit. Wartet mal. Die ist total nass. Okay, ich will da nicht runterrutschen. Ich rutsch. Hey, ich hab eine Idee. Wie wär's, wenn ich mit euch hier runterrutsche? Bereit? Alles klar, jetzt geht's los. Whee! Oh! Oh, dieser Spielplatz war so...